Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Mario World im allerletzten Part. Wir beginnen den Kampf gegen Bowser an seiner Fronttür. So, und wenn ich das richtig meine, genau, man kann hier immer so Level auswählen. 1 und wenn man weiterläuft, steht ja 2, 3, 4. Bis 4 geht's, glaube ich. Und ich nehme hier die 1, weil dadurch, dass wir alle Blöcke schon hier haben, ist das relativ einfach. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wir dürfen halt nur nicht zerstampft werden, das ist, glaube ich... Das erinnert uns doch an den ersten, das erste Schloss, da gab es sowas auch. Oder zweite, oder erste oder zweite, keine Ahnung. Ach, Schiete. Da hätten wir es fast geschafft, da war schon die Tür. Ihr seht also, das ist machbar. Mario hebt die rechte Hand. Ich hatte das mal irgendwann, als ich das Spiel zuletzt durchgespielt habe, hatte ich das auch wirklich ausprobiert, was die ganzen Türen haben. Und ich kam wirklich dazu, dass beim ersten Mal die erste Tür die beste ist für mich. Und ich, beim zweiten Mal weiß ich nicht. Weiß ich tatsächlich nicht mehr, welche da die beste Tür für mich war. War die angenehmst spielbare. Ich weiß, was hinter der Tür war. Ich weiß noch nicht mehr, wie viel die Tür das ist. Wow. Oh, ich dachte, da wäre vielleicht noch ein Pilz und es schien nicht zu kommen. Wir gehen einfach mal in die erste Tür, wenn die es nicht ist und wir noch einen Versuch haben. Doch, das ist sie. Ah. Die Teile fahren jetzt runter. Man muss einfach im richtigen Moment losrennen. Das war, glaube ich, viel zu spät. Ah nein, es geht. Perfekt. Okay, also die erste und die fünfte Tür sind super Türen. So, jetzt ist es hier dunkel. Da ist ein Lichtschalter. Wusste ich natürlich. Und da sind so kleine Ninjas. Ach, die Grube überspringen wir. Schiete! Ich bin ihn da in seine Hand reingelaufen. Manu, sieht aus wie ein kleiner schwarzer Gameboy irgendwie. Das Weiße ist halt nicht sein Gesicht, sondern der Bildschirm. Und das Rote sind die Knöpfe. Aber ja, es geht gut. Also, Tür Nummer 1 und Tür Nummer 5 sind eine ansehnliche Kombination. Das werden wir uns merken. Hä? Ach Mann, jetzt spiele ich einfach schlecht. Das ist ja auch nicht, das sollte es ja auch nicht sein. Wir waren gerade schon bei einem der ersten, bei einem ersten Mecha-Koopa, glaube ich, Mecha-Bowser oder Mecha-Koopa, ich weiß nicht, wie sie heißen. War so ein kleiner Roboter, der ein bisschen aussieht wie so eine Mischung aus Bowser und Koopas. Wir wissen ja noch gar nicht, wie Bowser aussieht zu diesem Zeitpunkt, richtig? Ah, ihr werdet schon noch sehen. Wir werden schon noch zu Bowser kommen. Und Prinzessin Toadstool, was Prinzessin Peach ist, ich weiß nicht mehr. Toadstool war, glaube ich, einfach ihr Nachname und sie heißt Peach mit Vornamen. Irgendwie so war das. Keine Ahnung. Oder sie haben den Namen mal geändert. Vielleicht hat sie geheiratet. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Das war auch schon wieder so... Aber es reicht aus, man muss gar nicht so knapp das machen. Ich hätte das viel knapper in Erinnerung. Dann ist das voll die gute Tür, weil es voll einfach ist. So, jetzt passen wir auf. Hier springen wir rüber. Bei dem passen wir diesmal auf, dass wir nicht daneben springen. So, und hier, die können wir so werfen. Die stehen irgendwann wieder auf, wenn man sie nicht in Lava wirft, wie ich gerade. Das können wir uns vielleicht mal merken. Vielleicht kommt das ja nochmal irgendwann auf uns zu, sowas. Und damit kann man halt auch die Gegner kaputt machen. Hier kommen Feuerdinger hoch. Nicht? Ich hatte im Kopf, dass da Feuerdinger hochkommen. Aber gut. Dann gehen wir zum finalen Kampf. Zu Bowser. In seinem genialen Clowns-Copter. Und der sieht ziemlich cool aus, wenn ihr mich fragt. Also ich finde das Design von Bowser wirklich sehr gelungen. In diesem Spiel. Das ist so ziemlich mein Lieblings-Bowser-Design, glaube ich. Ist ziemlich viel, viel cooler als im N64-Teil. Da ist er halt so ein bisschen derpy. Hier wirkt er wirklich wie so ein böser Dude. Man muss ihn halt wirklich auf den Kopf treffen. Wenn man den von unten trifft, dann zählt das nicht. So, man kann ihn zweimal treffen pro Phase. Beziehungsweise pro Mal, dass er die Dinger runterwirft. Und da fliegt er in die Kamera. Was ziemlich cool ist. So, jetzt kommt... Feuer runtergefallen. Ziemlich einfacher Trick. Ihr wartet da, wo der erste runtergefallen ist. Da habt ihr hier relativ viel Ruhe am Anfang. Und da ist Peach! Help!
Sie hat sich kurz befreit. Warum auch immer sie da unten bei Bowser ist, was auch immer sie da macht. Sie hat uns auf jeden Fall einen Pilz gegeben und die Musik wird krasser. Wir haben hier übrigens keinen Hut mehr, was ich ziemlich cool finde. Das wirkt alles sehr epochal. Ist ein sehr geiler Bosskampf. Mit einer meiner liebsten Bosskämpfe so in Videospielen, würde ich sagen. Vom Design und auch einfach vom Gameplay. Diese Sache mit den Clownsdingern hochwerfen ist cool. So, wir brauchen jetzt nur... Er muss jetzt nochmal seine komischen Mecha-Koopas runterwerfen. Na, da seht ihr, was passiert, wenn man ihn von unten trifft. Nicht viel Gutes. Zweimal hintereinander. Er ist aber auch nicht so schwer, wenn man weiß, was man tut. Sagte er und wurde wahrscheinlich getroffen. Nee, noch nicht. Man darf auch unten in den Propeller nicht reinkommen, wie ihr euch sicher denken könnt. Ich glaube, seitlich darf man gegen ihn entgegenkommen. In einem bestimmten Bereich. Ach, verdammt. Ja, der kommt nicht wieder. Es sei denn, der steht wieder auf. Und läuft aus dem Bild raus. Das kann passieren. Da stelle ich mich gerade mit den Würfen nicht so gut an. Bleib mal vom linken Rand weg. Nicht, dass da auf einmal dieser kleine Mecha-Cooper doch noch kommt. Scheiße. Jetzt bin ich hier reingesprungen. Komm doch, komm doch. Ich verstecke mich hinter den Zinnen. Verdammt! Da wurden wir erwischt. 4 Leben noch. Das sollten wir schaffen. Wir haben keinen Checkpoint im Schloss, leider. Hier kann man halt auch nicht schneller sein. Das ist ein bisschen nervig, aber... Was soll's, dafür ist es einfach. Es gibt auch eine Unterwasserpassage irgendwo. Die würde ich ja keinem empfehlen. Wer die lieber macht als das hier, der ist ein bisschen... Aber ich weiß nicht. Also den würde ich zum Beispiel nicht alleine wohnen lassen oder einen Personalausweis... Oder Personalausweis oder eine Kreditkarte oder so, würde ich dem nicht anvertrauen. Das scheint mir wie eine dumme Idee. Das war auch wieder so knapp. Okay, das war knapper. Diesmal. Aber es reichte immer noch. Das heißt, man hat da wirklich einen großen, großen Rahmen. Die springen ungefähr gleichzeitig mit uns hoch. Sie brauchen nur länger, oder? Ja, das war so. Das ist blöd. Jetzt sind die da beide. Er wacht gleich wieder auf. Ich muss aufpassen. Okay, diesmal kam hier wieder keine Lava. Ich habe in Erinnerung, dass da Lava kommt. Ich habe das eigentlich sehr genau in Erinnerung. Dann halt nicht. Warten wir auf Bowser. Hi. Komm, warten wir einfach in der Mitte. Der pendelt eh immer so ein bisschen über uns drüber. Und in der Mitte ist am besten. Dann fliegt keiner von den Koopas aus dem Bild raus. So genau beeinflussen, wann er die abwirft, kann man glaube ich eh nicht. Das kriege ich wirklich gut hin. In der ersten Phase. Was auch sehr sinnvoll ist bei den, während das Feuer runterfällt, einfach in der Mitte bleiben. Da kann man nicht eingekesselt werden, nicht so leicht. Aber ich würde mich immer daran orientieren, wo der erste fällt. Und einfach ein bisschen davon links davon bleiben. Dann dahin gehen, wo der letzte gefallen ist. Oh. Verdammt, ich hatte das denn anders in Erinnerung. Ich dachte, dass die automatisch fallen. Die fallen auf jeden Fall. Die fallen ja da, wo ich stehe. Das wusste ich gar nicht. Also die zweite Phase quasi davon. Das hatte ich nicht mehr so im Kopf. Das ist blöd. Aber 3 Leben, das schaffen wir noch. 2 Leben, das schaffen wir noch. Das ist eigentlich nicht so ein schwerer Bosskampf. Beim ersten Mal war es ja auch recht gut. Ich habe nur nicht getroffen. Mehrfach. In
Vor allem dadurch, dass Prinzessin Peach uns da halt auch noch die ganze Zeit Pilze gibt nach jeder Phase. Also immer, wenn man ihn zweimal getroffen hat und er kurz verschwindet, das Feuer fällt. Danach gibt's halt einen Pilz. Das ist echt nicht so ein schwerer Kampf. Gibt's hier eigentlich noch? Warte, wenn man hier durchrennt. Ich hatte so blöd in Erinnerung, dass dann... Nee, dass es dann so ein Item gibt oder so. Aber anscheinend nicht. Wir probieren jetzt auch nichts anderes, außer wir wissen, 1 und 5, das sind super 1A-Dinger. Die gehen perfekt. Jetzt verkacke ich wahrscheinlich das hier. Dieser Duckslide am Ende ist ziemlich cool, finde ich. Macht ziemlich viel Spaß jedenfalls. Fühlt man sich wie so ein Actionheld. Actionheld. Actionman, der größte Held aus deiner Welt. Perfekt. Oh. Nein! Ich bin abgerutscht. Oh oh. Jetzt Konzentration. Das ist jetzt... Uiuiui. Die Fliege ist wieder auf meinem Spiel. Fliege, du nervst mich. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Das ist alles jetzt... zu knapp. Die Fliege hört komplett nicht zu, was ich ihr zu vermitteln versuche. Die bleibt einfach direkt vor meinem Bild sitzen. Beziehungsweise bleibt nicht mal mehr nur sitzen, dass man sie ignorieren kann. Sie läuft da komplett durch. Hau ab! Geh auf einen anderen Bildschirm. Was ist denn dein Problem? Ich habe doch zwei davon. Oder auf dem Bildschirm, auf dem ich gerade spiele, der ist ja auch nicht komplett ausgefüllt oder sowas. Da können sie einfach schön daneben gehen. Hätte ich kein Problem mit. Ich finde, hier sollte es noch irgendein Item geben, das, damit man sich vorher stärken kann. Das finde ich besser. Ansonsten ist das ein cooles Boss-Level, so insgesamt, so von wegen, man kann sich den Pfad aussuchen und so und kann halt gucken, was man davon am besten kann und so. Das ist schon eine coole Idee. Ist hier wirklich kein... Ich hatte gerade ganz leise die Hoffnung, dass ich vielleicht einfach, dass da irgendwo doch einer ist, ein Block, mit einem Pilz oder so. Hallo Bowser, Schätzelein. Meine Hände sind noch gar nicht schwitzig. Die Fliege ist genau mitten im Bild. Genau mitten im Bild. Ist mitten im Bild. Komm, gib mir deine kleinen Mecker-Koopas. Ich darf jetzt nur nicht irgendwie zu siegessicher werden, zum Beispiel mit, dass ich ihn immer treffe oder so. Sobald ich jetzt die erste Feuerphase überstanden habe, mein Pilz habe, fühle ich mich auf jeden Fall sicherer. So. Die Feuerdinger sind gefährlicher, als ich es in Erinnerung hatte. Na komm, hier in der Mitte. Wirf doch einfach direkt die Mecha-Dinger raus. Ich glaube, er wirft immer zweimal Kugeln. Und dann seine Mecha-Dinger. Mal sehen, ob ich recht habe. Bisher ja. Ja, er macht zwei Runden und dann... Ach, Kacke. Okay, einmal getroffen. Die Kugeln sind halt wirklich nicht so schwer irgendwie auszuweichen. Das sollte nicht das Problem sein. Und wenn ich jetzt noch eine Phase überstehe, ohne mich treffen zu lassen, kriege ich von Peach noch einen zweiten Pilz.
Und das wäre dann schon ziemlich, ziemlich super. Ich weiß auch nicht, ob ich, wenn ich jetzt sterbe, Game Over bin oder ob ich dann noch quasi ein letztes Leben habe. Das ist ja immer das Problem mit, wenn da ein Leben steht. Ob man dann noch einen Versuch hat oder getroffen. Das weiß man ja immer nicht. Man könnte sich's mal merken und dann wüsste man es, aber das ist einfach so eine Sache bei Videospielen. Das weiß man einfach nicht. Und fertig. So, und jetzt springt man darüber. So hatte ich es auch in Erinnerung, das ist nicht schwer. Hallo Peach! Die jiggelt ganz schön herum. So. Jetzt macht er das. Das ist auch nicht so schwer auszuweichen tatsächlich. Ist die schwierigste Phase, aber... Mein Gott. Das Schwierigste daran ist eigentlich, dass er... Wenn er jetzt Scheiße. Wenn er jetzt Mechas runterwirft, kann er die damit zerstampfen. Boah, scheiße. Das meine ich. Er kann die einfach kaputt stampfen. Da hatte ich gerade richtig Pech. Scheiße. Jetzt sehen wir, ob ich Game Over bin oder nicht. Schön. Ich bin Game Over. Ah, warum? Ich hatte zwei Pilze und dann werde ich getroffen, wenn die anderen Pilz einsammeln und dann ist das so blöd da. Continue. Oh, gut, ich muss Larrys Kack-Castle nicht nochmal machen. Also wir haben theoretisch hier unendlich versucht, weil wir direkt hier vor gespeichert haben. Ist nur so eine Sache. Es wäre schön gewesen ohne Game Over. Und viel fairer, wenn ich in Larrys Castle gestorben wäre, weil das halt mein Hasslevel ist. Wenn ich hier jetzt... Dass ich hier jetzt so oft gestorben bin, das ist eigentlich nicht so... Das müsste nicht so sein, weil das ist eigentlich ein sehr angenehmes... Das Level selbst ist total einfach. Und der Boss ist eigentlich auch ein sehr angenehmer und vor allem cooler Boss. Wow. Da werde ich mutig. Ich habe ja immer Angst, in die Stacheln zu rennen. Oh Gott, das könnte sehr, sehr eng werden. Aber es passt. Also man hat da wirklich sehr, sehr viel Zeit anscheinend. Na, von mir aus. Nein, lass doch mein Licht an. Hat das eine Auswirkung, ob das Licht an ist? Also zum Beispiel für die Gegner? Ich weiß das tatsächlich nicht. Weg mit dir. So. Wäre jetzt irgendwie traurig, wenn wir es jetzt genau schaffen. Also beim... Quasi, wenn es beim letzten Versuch geschafft hätten gerade eben. Das wäre schon cool gewesen. Ah, das wäre sehr, sehr cool gewesen. Ich verstecke mich. Ich verstecke mich. Ich verstecke mich. Ich bin ein kleiner Mini-Mario. Na, na, komm doch, komm doch. Komm doch her. Komm doch her. Ich sehe es schon, komm, ich mache das jetzt perfekt. Ich treffe jetzt mit allen Mecha-Koopas, die ich hochwerfe. Werde nicht einmal getroffen. Und generell sah nicht das Ding jetzt einfach durch. Wenn man das so sagen kann. Das habe ich gerade einfach mir spontan ausgedacht, dass man das so sagen kann. Vielleicht kann man es. Ich weiß es nicht. Flammen geht bitte weg. Ah, Peach ist schon nett. Also die ist nicht nur da gefangen, in diesem kleinen Hubschrauber, wo nicht sehr viel Platz ist, unten bei Bowser, egal. Sie hilft uns auch, soweit sie kann. Finde ich doch sehr sympathisch. Wenn Bowser kurz geschwächt ist, schafft sie es kurz rauszugehen, uns einen Pilz zuzuwerfen. Fliege, wir können Freunde werden, aber hau ab. Genau da, wo Mario gerade war, in der Luft, also am höchsten Punkt, wo er gerade war, da ist mein kleiner Mr. Fliege, mein kleiner Freund. Was sage ich? Ich treffe bei jedem Wurf. Das ist hier jetzt... Ich sollte das eigentlich schneiden, den letzten Versuch ausschneiden und dann so, oh, habe ich es aber beim allerletzten Versuch geschafft. Oh, oh, oh. Huldriho. Was auch immer das wieder heißt. Ich muss nach da.
Danke, Peach. Man muss eigentlich im Prinzip nur warten, wo er runterkommt, das grob abschätzen und dann drunter durchlaufen. Man sollte sich nicht in die Ecken drängen lassen. Ach, ich habe wieder denselben dummen Fehler gemacht. Und es ist wieder dasselbe passiert. Wie kann denn das angehen? Dass er immer... vielleicht soll ich mir mal merken, okay, nicht einfach weiterrennen, wenn er stehen bleibt, weil dann bleibt er... Dann bleibt er so stehen, dass du in seine Hubschrauber-Ventilatoren-Dinger reinrennst. Und das kann nicht so gemütlich sein, wenn es... Der schafft es, so einen riesigen Hubschrauber, der kleine Propeller, der schafft es, so einen kleinen Hubschrauber, Bowser und Peach und eine Ladung Pilze in der Luft zu halten. Also, der ist wahrscheinlich schon ziemlich kräftig. Irgendeine Soundspur ist deaktiviert, kann das sein? Nee, jetzt geht's. Das kann sein, weil meine Aufnahmetaste ist aber minus auf dem Numpad. Ich weiß nicht, ob die irgendwas belegt hat im Emulator hier, über dem ich das Spiel spiele. Weil es einfach deutlich angenehmer aufzunehmen ist und die visuelle Qualität auch besser ist, auch die Audioqualität. Die Audioqualität ist sehr vernachlässigbar besser, aber das Bild ist deutlich schärfer. Und ich besitze das Spiel. Und eine Super Nintendo. Also heute nicht. Ich besitze das Spiel sogar zweimal, wenn man die Game Boy Advance Version mitzählt. Nein! Ich dachte, ich hätte beide getroffen! Innere Schreie. Das ist jetzt halt das Problem, ist dadurch, dass der Anfang so nervig ist, ist eigentlich doch kein gutes Level, weil der Anfang ist sehr einfach. Und man muss hier warten, das heißt, ich kann nicht durchrushen. Man muss auch beim anderen warten, wenn die, wenn die komischen Speerdinger da, oder, ich weiß nicht, Säulendinger runterkrachen, muss ich auch warten. Man muss warten, was nervig ist. Obwohl man den Bereich schon so super perfekt kann. Das ist eigentlich auch nicht gut. Leveldesign. Bei Super Mario World waren sie noch nicht auf ihrer Höhe. Die Leute von Nintendo. Nein, ist Quatsch. Das Spiel hat tolles Leveldesign. Ich finde gerade nur kleine Fehlerchen. Die man wahrscheinlich auch nicht... Man kann nicht ein Spiel perfekt machen. Das geht ja einfach nicht. Das würde nämlich heißen, dass es allen perfekt gefällt. Und das ist einfach eine Utopie, die nicht umsetzbar ist. Allein dadurch, dass Menschen verschiedene Geschmäcker haben. Okay, jetzt habe ich den hinteren getroffen, aber nicht den vorderen. Jetzt habe ich es gesehen und jetzt bin ich auch nicht reingerannt. Wie ein Idiot. Das ist sehr frustrierend. Das hätte ich schon so lange schaffen können hier. Das ist echt kein schweres Spiel, aber ein schönes Spiel. Kann man wirklich mal gut auf einer Bus- oder Zugfahrt einfach mal durchspielen. Wie lange brauche ich jetzt ein... So 3 Stunden. 3 Stunden, dann kann man es einmal durchspielen. Dann, wenn man auf der Rückfahrt, spielt man halt die ganzen Level, die man noch nicht freigeschaltet hat, versucht man freizuschalten und sowas. Muss aufpassen, dass die Mecha-Koopas hier nicht wieder aufwachen. Dass das gerade passiert ist. Ha, getroffen. Ich glaube, gerade in dem Moment, wo er noch 2 neue rauswerfen wollte. Hehe, friss das, Bowser. Dass er so auf die Kamera zugeflogen kommt, ist schon ein cooler Effekt. Gerade für Super Nintendo. Na komm, Bowser. Wirf deine Kügelchen. Ich bin diesmal vorbereitet. Ich weiß auch in der letzten Phase, was ich zu tun habe. Beziehungsweise was ich zu lassen habe. Es war auch dumm, dass mir ein exakt dasselbe nochmal passiert und ich auch nicht draus gelernt habe irgendwie. Dass ich dann einfach den Pilz sein lasse, weil den kriege ich ja anscheinend eh nicht. Und stattdessen irgendwie überlebe. Ich habe mir einfach nicht vorstellen können, dass es jetzt exakt nochmal genauso passiert. Das war mein Fehler. Wow, okay. Ich bin jetzt ein Profi-Werfer.
Das kriegen wir in der letzten Phase auch so hin. Wenn ich in der letzten Phase pro Koopas, die rauswirft, einen auf seinen Kopf treffe, dann das wäre schon sehr gut. Da wäre ich sehr zufrieden mit. Die ersten beiden Phasen kriegt man ja super hin. Wenn man jetzt nicht wie ein Vollidiot hier auch noch alle beiden Pilze in einem einzigen Fehlermoment irgendwie verliert. Das ist ein Fehler, dass halt sie sollten machen, dass wenn man getroffen wird... Nein! Wow. Wow, ich lerne nicht dazu. Dass dann nicht automatisch der Pilz runterkommt. Das sollte vom Spieler selber... nur manuell freischaltbar sein, dass der Pilz runterfällt. Ich hab gesagt, ich hab voll draus gelernt. Und dann passiert das exakt selbe. Man kommt halt so in diesen Rhythmus drunter durchlaufen und so kommt man total rein und dann macht man das sehr automatisiert und nicht mehr einfach, man wartet nicht mehr, wo springt der so runter. Man macht das halt in diesem Rhythmus. Das ist halt ein Rhythmusspiel in dem Moment, wo der Rhythmus hört dann halt irgendwann auf. Ist sehr gemein. Aber wir kriegen es jetzt... Ja, doch, Moment. Oder? Nee, doch, jetzt kriegen wir es hin. Ja, hab kurz überlegt. Doch, jetzt schaffen wir... Wow! Jetzt schaffen wir es. Nachdem wir da so haarscharf nicht zerquetscht wurden, ich denke, ja, auf jeden Fall, da schaffen wir es. Das ist, müssen wir jetzt. War quasi der Beweis dafür. Das Zeichen einer... dem Menschen überlegenen Spezies, die auf uns herabblickt und mir sagt, ja, kriegst du jetzt hin. Damit meine ich meinen Kater, der nicht hier im Raum ist und zuguckt. Vielleicht gewinne ich deswegen nicht. Es könnte sein, das ist... Ich habe schon sehr viele Spiele durchgespielt, während er zugeguckt hat. Das ist ein Fakt. Wenn ich hier am Anfang Pilz hätte, wäre das so ein einfacher... Boss. Ist er eigentlich auch so schon. Ich stelle mich nur sehr dumm an. Ich habe dreimal das darfst du wirklich keinem erzählen. Ich habe dreimal den exakt selben Fehler gemacht. Moment mal. 1, 2, 3, 4. Okay, ich habe gerade nur geguckt, wie sehr meine Festplatte voll ist. Ich habe nämlich die Aufnahmen noch nicht gerendert. Ich habe alles am Stück heute aufgenommen. Und ich habe jetzt 500 Gigabyte schon voll. Und das hier... Die Aufnahme macht wahrscheinlich nochmal 100. Ist ja auch schon knapp eine halbe Stunde lang wieder der Part. Was er nicht hätte sein müssen. Hätte ich locker in 10 bis 15 Minuten schaffen müssen. Eigentlich. Aber ich bin kein Profi. Oh, ich wusste gerade nicht, ob ich in den Ventilator reinkommen darf, während Peach oben drin ist. Ich hab's einfach mal gewagt. Ah, wer wagt, der gewinnt. Oder so. Wenn ich nicht beide Pilze auf einmal verlieren würde, dann wäre auch die dritte Phase kein Problem. Verliere ich halt einen, aber man verliert ja wirklich beide, wenn man da so blöd reinläuft, dreimal hintereinander. Mit beim dritten Mal sogar mit der Ankündigung, oh, ich hab draus gelernt. Was man offensichtlich nicht hat. Wenn man dreimal den exakt selben Fehler macht. Na komm doch mal. Gib mir deine kleinen Vasallen. Komm, das ist so einfach. Ich finde es übrigens sehr süß, wie sein Clownskopter anfängt zu weinen, ganz leicht. Darum fand ich auch so cool, dass ein Super Smash Bros. Für Wii U und auch 3D, ich weiß nicht, ob er auch im 3DS-Teil dabei ist, Baby Bowser, dass der ja irgendwie auch in so einem Helikopter rumfliegt. Ich weiß nicht, ob er es dauerhaft macht, weil ich das Spiel nicht sehr viel gespielt habe. Ich hab's für 3DS, aber da nur... Ich hab schon viel gespielt, aber irgendwie Bowser nicht. Ich hab irgendwann die Motivation irgendwie verloren. Es war ein gutes Spiel und da kann ich auch nichts gegen sagen. Ich hab nur irgendwie tatsächlich die Motivation verloren. Ich warte gerade extra länger, bevor ich losrenne. So hätte es vor ein paar Versuchen laufen müssen. Buja! Ja, da fliegst du davon.
Oh, da läuft der Pink an, der kleine Mario. Mario's Adventure is over. Mario, the Princess, Yoshi and his friends are going to take a vacation. Ja, das Abenteuer ist vorbei. Wir machen jetzt alle einen schönen Urlaub. Und dazu gibt's noch ein schönes Feuerwerk. Ich frage mich, wo dieses Feuerwerk... Hat Bowser das mal vorbereitet für irgendwas? Und jetzt denkt sich Yoshi gerade, oh, da ist ein Feuerwerk. Passt doch. Oder ist das wirklich so ein Feuerwerk, das vorbereitet wurde? Vielleicht von Mario für den Fall, dass er jetzt Bowser besiegt, wovon er ja durchgehend ausging? Das sind so Fragen. Die stelle ich mir. Wer hat das Feuerwerk dahin gemacht? Der gute Miyamoto ist hier gar nicht der Main Director gewesen. Interessant. Ich assoziiere Miyamoto halt immer mit Mario und so und dachte, der ist in den klassischen Titeln immer so der Chef einfach. Ich denke, der wird irgendwo in den Credits auch nochmal stehen. Aber ja, das war Super Mario World. Gewitte mit dem guten Lord Montio, der mir, wie gesagt, geholfen hat, meinen neuen PC zusammenzustellen, den ich jetzt die Tage... Also wenn ihr das hier seht, habe ich ihn auf jeden Fall schon zusammengebaut und wahrscheinlich schon Aufnahmen damit getätigt. Es sei denn, es ist irgendwas kaputt. Das heißt, wenn ihr jetzt nie wieder Videos seht nach dem hier oder nur sehr, sehr schlechte Videos, dann ist Lord Montio daran auch schuld. Weil er mir auch geraten hat, was an meinen Aufnahme, also mein, wie ich aufnehme und so, dann auch noch zu ändern. Also nicht in diesem Projekt, das Projekt nehme ich hier noch auf dem alten PC mit den alten Aufnahmemethoden auf. Und das neue Projekt, das nächste Projekt, das dann kommt, ist dann mit dem neuen PC und neuen Aufnahmemöglichkeiten aufgenommen. Es sei denn, irgendwas kommt dazwischen, der neue PC explodiert, bevor ich irgendwas aufnehmen kann. Ah ja, da ist er, der Producer ist doch Shigeru Miyamoto. Da weiß ich jetzt leider nicht, wie viel so ein Producer halt tut und was genau die tun, aber ich denke, das ist da nicht so hundertprozentig festgesetzt. Von daher würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Super Mario World mit mir, eurem Vogel und Yoshi und der Prinzessin. Tschüss.